Ich nehme sie einfach mal mit. Ich habe ein Haustier gefunden. Komm mit Seele. Hier auf jeden Fall die Schlangen. Wo muss ich mit der Seele hin? Nein, die Seele ist weg. Oh, die Seele ist wieder da. Komm mit Gisela Qualle. Okay. Hier vielleicht? Oh nein, ich glaube, ich weiß. Alles klar, ich hab's wieder. Echt cool? Also mehr so Spiele wie Bayonetta. Ich habe Bayonetta nicht mal gespielt. Komm mit, kleine Seele. Wir müssen in diese Richtung hier. Au. So. Ich glaube, ich bin doch falsch. Egal, ich nehme die Seele einfach überall. Aua. Aua. Kann man die töten? Karl wurde verflucht, das ist aber schlecht. Fluch aufheben, hiermit. Ich rüste das mal wieder aus. Entschuldigung, ich verfolge gerade nur ein bisschen den Chat. So. Nein. Parship. Okay. So, ich hänge hier mal eine Runde im Spinnennetz ab. Dieses rote Knochenskelett muss doch irgendwie zu töten sein. Na, es steht gleich wieder auf. Oder nicht? Stehst du wieder auf? Hallo? Oh, es ist verschollen. Auch gut. Oh, da ist es wieder. Ich kenne einen Zaubertrick. Nee, jetzt ist wieder da. Ist ja witzig. Also, hier in der Bücherei, ich glaube, da müssen wir später was machen. Oh Gott, Leute, das ist so ein Riesenlabyrinth. Da haben sie sich echt Mühe mitgegeben mit der Burg hier. Ah, Knochen. Ah, toll, Spinne auch noch. Oh, super, jetzt kommt die Halle mit runter. Das ist sehr, sehr gut. Wer hat sich das denn überlegt, dass es so ein weiter Weg ist, um hier hinzukommen? Mein Körper. Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Bäh. Ungefähr so. Au. Was zur Hölle? Die hat mich fast umgebracht. Na gut. Noch ein bisschen durchhalten. Der Bosskampf wird nicht leichter werden, der Endbosskampf. Das ist aber lieb, Marco.
Da wird sie. Ich wünsche mir natürlich alle, auch allen Leuten. Aua. Allen Leuten. Aua. Das ist jetzt nicht. Was geht denn hier? Wir haben dieses arme Seele gerettet. Und was macht sie? Sie pisst uns an. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern sie greift uns einfach an. Was? Aua. Was geht? Wow, wow, Feuer. Au. Alles klar. Wir haben es geschafft. Jetzt kann sie in die Unterwelt fahren. Aber ich muss Leben nehmen. Ich muss hier so viele Opale finden und ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Saphire, Opale, die Augen für die Bilder. Und die Burg ist riesig. Au. Au. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Oh, hallo. Esszimmer. Alles klar, da bin ich. Ich hänge an diesem blöden kleinen Topf fest. So, und ich weiß, dass da einer ist. Einen habe ich schon mal. Sehr gut. Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Karl erhält den Opal. Zehn Jahre später. Ich glaube, ich schaue mich hin. Bin total müde. Alles klar, Kuro. Schade, aber klar, wenn du müde bist, hauen sie sich gut hin. Schlaf gut und bis morgen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Schon mal. Schönen Start ins Wochenende. Geht's dir eigentlich etwas besser, Kuro? Gerade aktuell nicht. Kuro hat. Na, also kann ich euch nur sagen, Kuro ist ja. Habt ihr ja mitbekommen. Gerade gar keine Lust zu streamen, weil Arbeit kacke. So, dann wollen wir mal hier hochlatschen, vielleicht ein wenig und in diesen Turm da oben rein. Verflucht, verschlossen. Was jetzt, verflucht oder verschlossen? Na komm, sag bloß, sie ist auch verschlossen. Nein, sie ist verschlossen. Sie knarrt nicht. Sie ist einfach verschlossen. Tja, was mache ich jetzt hier? Jetzt bin ich ja hier anscheinend irgendwie falsch. Mega miese Suppe. Warum kann man eigentlich mit den. Cool, sah das aus. Mit den heutigen Mitteln kein Terranigma 2 machen. Und selbst wenn es nur Fanmade war. Ich weiß, es gibt einen über den RPG-Maker, aber das ist nicht dasselbe. Man müsste doch theoretisch diese. Also das genauso nachmachen können, oder etwa nicht? Ohne Super Nintendo. Von mir aus für PC in 60 FPS. Also. Müsste doch möglich sein, einen zweiten Teil zu kreieren. Aber lohnt sich wahrscheinlich einfach finanziell auch nicht, ne? Also ich würde es mir kaufen, den zweiten Teil. Wobei, was soll der zweite Teil beinhalten? Oh. Bis dann im Discord. Aua, aua. Moment, vielleicht gehen wir mal hier runter. Um da wieder hochzugehen. Okay. Karl, sieh mal.
Oh nein. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Rosta, bist du gerade da oder bist du eingeschlafen? Kennst du die Jahreszahl noch? Einmischen. Es hat sich erledigt, tut mir leid, es hat geklappt. Moment, ich mache das sicherheitshalber nochmal. Das war bei 2, hat es geklappt. What? Das war gefühlt aus Versehen. Entweder ist es irgendwo in meinem Kopf verankert gewesen, dass die Zahl so ist, oder ich habe einfach gerade nur Mega-Luck gehabt. Eine Wache. Oh, ein großer. Nice, eine Eispicke. Die nehme ich mal direkt. Leben voll machen. Okay, die Eispicke nehmen, zack. Au. Jetzt kriegst du Schaden reingedrückt. Okay, nett. Alles klar, da ist der Turmschlüssel. Wie spät haben wir es eigentlich? Hat irgendwer eine Uhr? 22 Uhr. Karl hat einen Opal. Au. Leckt das so weit hinterher? Kann nicht sein, dass du irgendwie... Dass du, dass du gerade eine Verzögerung von 20 Minuten hast. Den Opal haben wir eben gefunden. Oder ach so, als wir eben in die Kiste geguckt haben. Voll cool, das soll einfach darstellen, dass er seinen Stab so schnell wirbelt, dass das als Schild dient. Ach stimmt, den Opal haben wir ja hier bekommen. Au. Und damit stehen uns die Türme offen. Der Herr der Ringe, die Türme. Zack. Ich muss sie auch noch ausrüsten. Fast 4 Stunden schon wieder am Stream. Wir kommen voran. Progress. Na. Okay, da wären wir. Hallo. Ich finde... Oh. Ich finde das Spiel mega, mega super, echt. Ich kann euch das nicht oft genug sagen. Und deswegen meinte ich gerade eben auch schon, ich wünschte mir, die hätten einen weiteren Teil davon gemacht. So, damit reinigen wir erstmal das Wasser hier. Wir merken, da oben ist eine Kiste. Endlich mal breite Balken, von denen man nicht runterfallen kann.
Wie können die Skelette eigentlich explodieren? So, ich bin mit meinem Sohn schlafen liegen. Ich hoffe, ich komme später wieder dazu. Wenn ich dann noch streame, ich weiß nicht, ob ich vielleicht wirklich irgendwann gleich aufhöre. Kannst du dir jetzt aktuell nicht sagen. Hat diese Statue nicht irgendetwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstecken. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich dir noch eine schöne Nacht und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Oder halt Discord wie immer. Ansonsten, falls wir uns doch noch sehen, dann bis gleich. Hey, ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Tada! Ah, Moment. Oh, cool. Und was haben wir da drin? Abwehr-Elixier, finde ich gut. Wir sind gerade echt gut dabei. Bis jetzt haben wir alles, was geht, soweit mitgenommen, ne? Also ziemlich 100%. Bis jetzt. Dank Roster auch mit dem. Ich hätte fast den Dieb vergessen, also hier Robin Hood zu befreien. Rob Hood. Oh, falsche Richtung. Wache. Und jetzt schreibt keiner mehr. Die letzten 7 Leute, die verschleimt sind hier drin, sind lurkend. Also gucken einfach nur zu oder machen gerade irgendwas anderes. Das ist auch in Ordnung. So, ich gehe jetzt noch zu diesem Turm. Den Schlüssel haben wir immer noch ausgerüstet. Zack. Zack. Okay, noch ein Kerker. Au. Ich mache mal Folgendes. Ich wechsle mal kurz eben... Roster ist noch da. Okay. Roster, willkommen zurück. Oder hast du einen Bot eingebaut, der automatisch alle jede Stunde einmal einen ermutigt dich reinhaut? Kann ja auch sein. So. Also langsam lösen sich auch die Leute auf. Also in Luft, puff. Ich wollte jetzt Folgendes machen. Ich werde mal einmal kurz auf das Dashboard gehen und einfach mal umschalten auf Retro. Dann werden wir vielleicht in einer größeren Gruppe gelistet. Retro. Zack. Speichern. Und dann sollte ich hier vielleicht noch schreiben, was wir speichern. Terranigma. Alles klar, geupdatet. So nebenbei noch. Ihr steht nur Sekunden vor einem qualvollen Tod. Ich bin aktuell auch schon ein bisschen Matsche im Kopf. Aber vielleicht schaffen wir diesen Hexenturm. Aua, das Hexending gerade noch. Au. Oh, Level up, nice. Level 20. Bis wann sollte man, oder ab wann sollte man die Hexe machen, mit welchem Level? Weißt du das noch? Hast du das noch im Kopf? Dim. Okay, einfach probieren und mal schauen. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf, ne? Was war das? Was war... Was? Swing! Achso, ich fragte dich gerade eben wegen dem Code-Roster, ob du dich noch erinnern konntest, welche Zahl man bei diesen Ketten eingeben musste. Weil ich die Jahreszahl, die ich irgendwie vergessen habe, mir hier auch rauszufinden. Und dann habe ich einfach kurz mal dreimal gedreht, weil ich dachte, okay, vielleicht versuche ich es einfach mal. Und ja, es hat geklappt. Nach all der Zeit habe ich mich an diesen doofen Zahlencode entweder erinnert oder es war wirklich Zufall, Glückssache.
Pures Können. Das war auf jeden Fall cool. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte die ganze Zeit, komm, wir probieren jetzt alles einfach durch. So, und wir sind oben. Aber da hat es irgendwie geklappt. Und ich weiß, was jetzt kommt. Nein? Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. Sollte jetzt hier nicht irgendwie was triggern? Alles klar, ja, ich hab's auch sowas im Kopf gehabt. Aber eben kam nichts. Huch, wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Cool! Schau, die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo! Ich werde dich anschubsen, damit du den Fleck, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, bam! Los! Danke, Flupfi. Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Karl erhält den Topaz. Halb 10 in Deutschland. Topaz. Das Frühstückchen. Würdest du bitte loslassen? Ja, sehr schön. Zeit gespart. Ich weiß noch nicht, wie ich da unten rankommen soll, aber ist auch egal. Küche! Hui! Oh. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Kronleuchter unten. Funktioniert das eigentlich wirklich? Egal in welche Richtung, wenn du abwehrst, wirst du nicht getroffen. Krass. Alles klaro. Zwei habe ich schon mal. Die können wir, glaube ich... Ah ja, der dritte ist... Aua, hier unten im Wasser. Nein, der ist das Spiegelbild, genau. So war das. Das Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Karl hält den Saphir. Boah, ich frage mich echt, wie sich hier Dave Bave geschlagen hat. Bei diesem Rätsel. So, zack. Der Sport, zack. Somit waren es drei. Fehlt nur noch eins und danach kommt die Hexe. Und dann geht's über See. Bevor wir die Hexe betreten, werde ich aber nochmal Heilknollen auffüllen. Vor allem die Hexe betreten. Also hier die Halle der Hexe war daneben. Okay, ich muss sie wohl ausrüsten. Egal, ich gehe erstmal weiter. Da ist er runtergekommen. Alle? Ja, ne? Und der Rubin! Wenn du wirklich die Hexe betriffst, schalte ich aber aus. Alles klar. Nein, wird schon. So, alles klar. Wir sind bereit. Hui! Immer diese Seitensprünge in solche Super Nintendo Games. Hier ist nichts. Okay, wir haben alles. Wir sind fertig.
Bosskampf. Oh Leute, es wird was. Also es kann was werden, es wird wahrscheinlich nichts. Okay, los geht's. Der dritte sieht irgendwie aus wie Wolverine. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hatte blaue Augen. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle Augen. Schwarze Augen. Schwarze Pupillen, was? Voller Zombie? Das ist nicht schwarz da oben. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Voller Terminator. Das letzte Mann hatte ein falsches braunes Auge. Blöp. So cool. Nee, bäm. Vor allem, wie er in einer Zeitlupe runterfällt. So. Tja, was meint ihr, Leute? Sollen wir einfach runterfallen? Los geht's! Komm, Rasta, schaffen wir schon! Wünschen wir Glück! Hui! Hui! Hexen tanzen die ganze Nacht um dich herum! Bewege dich nicht! Dreh dich nicht um! Zu viert sind wir, doch du bist allein! Wird dies dein letztes Stündlein sein? Ich habe das damals so oft gelesen. Wir färben die Erde mit deinem Blut rot. Triffst du die falsche, dann bist du tot. Treffer. Wir Hexen tanzen um dich herum. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. Bla. Und wie er dann mit dem Zeigefinger die ganze Zeit wedelt dann. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Und wir müssen jetzt sogar den Text noch abwarten. Stimmt ja, so war das. Oh Mann, Leute. Dann bist du tot. So, hallo, Kolumbus. Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieße die Zeit wie ein Traum. Erfreue dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Okay. Hexe sagt, lauf. Hexe sagt, du kannst mich mal. Stopp. Arg! Du hast die Hexe verwundet, Karl. Das war nicht nett. Aber Karl, das tötet Hexen. Und jetzt geht der Spaß los. Oh ja. Oh Leute. Richtig deutsche Höflichkeit. Oh nein, es ist wirklich so. Ich habe nicht genug trainiert. Ich ziehe nur immer einen Schaden ab.
Oder zwei. Wow. Zur vorherigen. Wechsel die Waffe. Was? Echt jetzt? Alter, Cheater. Haben wir sie deswegen immer so lange gemacht? Wir haben sie wirklich damals so gekillt, wie das war. Oh, du hast recht. Ist ja krass. Damals war uns das noch nicht so bewusst, dass man irgendwie auf Stats achten musste. Ist ja mega. Danke dir. Ich hätte jetzt den ganzen Kampf so durchgezogen. Danach trainiert. Gut, dass ich so wie Götterknollen mitgenommen habe. Du brauchst im Game nicht einmal trainieren. Es ist aber einfacher, wenn man trainiert. Und macht mehr Spaß. Wenn die Gegner One-Hit sind. Boah, die Hexe würde ich gern One-Hitten hier. Au. Aber die zieht uns verdammt viel ab, wenn die mit ihren Kristallen trifft. Ich sollte warten, bis sie wieder ihr Gesicht wirft, oder bevor ich sie angreife. Komm. Ja, sehr schön. Au, 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 au. Au, und das Gesicht kommt gerade. Au, 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 au. Miese Hexe. Egal. Die Götterknollen verbrauche ich jetzt alle. Wenn es sein muss. Wow, 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 wow. Ach, das schaffen wir schon. Krass, aua. Okay, okay, okay. Ich glaube, sie hat da oben Stopp gemacht, was sehr, sehr schlecht ist. Vier Götterknollen, noch drei Wunderknollen. Oh, oder auch nicht. Bin auch mal weg. Gute Nacht, schlaf gut, Nadine. Dann bis die Tage. Au.
Nein. Jetzt macht sie wieder ihr Versteckspielding. Ich glaube, ich bräuchte trotzdem, glaube ich, noch 2-3 Level gebrauchen können bei der. Wir waren, glaube ich, Level 29, als wir die damals besiegt haben. So hardcore haben wir trainiert im Spiel. Juhu, einen Crit. Plus, dass wir die ganze Zeit die Ringe verschwendet haben. Okay. Nein, 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 doch nicht hier jetzt gerade. Okay. Nein! Alter! Komm, schwind die Sinne! Verdammt! Ich würde sagen, das ist der Discounter. Na. So. Tja, was mache ich jetzt? Speichern erstmal? Und ich glaube, dann mache ich für heute Feierabend. Guck mal auf die Uhr. Es ist zwar noch nicht allzu spät, aber ich streame schon wieder etwas länger. Ich mache Feierabend, ich muss morgen wieder arbeiten. Das heißt, ich mache jetzt irgendwie... Mal gucken. Sind auch schon alle weg soweit. Noch ein paar Leute sind da, vor allem Julian. Vielleicht spiele ich auch ein bisschen WoW, ich muss mal gucken. Aber an der Stelle jetzt höre ich heute auf. Das heißt, ich gehe in den Endscreen... Würfeln lohnt sich vielleicht nicht mehr wirklich. Du weißt nicht, wer noch da ist. Aber Ende im Gelände.